Hängemoos ernten. Natürlich. Wir haben ja genug Zeit, um ein bisschen Hängemoos und Fleckenpilze mitzunehmen. Warum auch nicht? Ich meine, das macht doch jeder, wenn er irgendwo flüchtet. Warum ist hier so viel Blut? Was ist hier passiert? Oh Gott. Guck dir die armen Seelen an. Die sind vergraben? Oder liegen hier einfach nur die Köpfe rum? Was haben die hier gemacht? Alter, wie fürchterlich. Ich finde das echt... Boah. Ich gehe hier weg. Ich finde das nicht schön. Geh aus dem Weg. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Hier sind doch wieder welche. Was ist das da hinten? Da hängt einer. Da geht's weiter, aber Alter! Was soll mir das denn sagen? Panik! Panik durchsuchen! Wieso ist das Hoffnungslosigkeit? Was? Panik? Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung? Was soll mir das sagen? Da kommt doch gleich wieder eine. Da. Das ist krass. Alter, hier sind schon wieder so viele Totenköpfe. Oh Mann, ey. Ich will hier raus. Was ist das? Ist das von dem Myraden? Es könnte sein. Was ist das für ein kranker Mist? Da geht's weiter. Hier hört das Wasser einfach so auf. Okay. Ist ja sehr originell. Wir gehen einfach mal hier weiter. Ich zieh mal meine Waffe wieder. Da ist eine Tür. Nee, das ist keine Tür. Hier wird's immer dunkler. Bin ich hier gerade... Bin ich hier irgendwo gerade draufgetreten? Waren wir hier nicht schon? Alles ähnelt sich so, dass... Das ist ein verfluchtes Labyrinth. Beim rechten Weg. Wir hätten die Zelle niemals verlassen sollen. Mensch. Zum Glück sind die Fallen... Also, dass ich Fallen, ich sag mal, auslösen kann, ohne dass sie mich töten. Was ist das hier? Ah, daneben. Wo sind wir hier? Noch mehr Zellen. Und sie sind alle leer. Ja, ist doch gut. Wahrscheinlich waren ihre Insassen Leute wie wir, die zu leichtsinnig waren, um ihren Platz zu kennen. Jetzt sind sie tot. Einfach aufgelöst. Oh, bei den Göttern. Wir hätten das alles niemals tun sollen. Niemals! Wieso? Du willst doch hier raus. Warum klimpert das hier? Ach, da unten geht's weiter. Alter, ist das eine krasse Inszenierung. Ich hätte jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Hier noch ein Genesungstrank. Ich brauche den auch irgendwie im Moment nicht. Wie komme ich da rein? Ach so, da ist eine Tür. Warum klimpert das hier? Was ist das denn? Nee, das nehmen wir nicht mit. Hey! Geh hier weg! Wie kann ich denn kommen? Aber zumindest kann man nicht hinaus. Das ist doch kein Verbrechen, oder? Easy, easy. Ach, die haben so geklingelt. Das macht natürlich Sinn. Boah, ist das hier dunkel. Ich hätte gerne eine Fackel. Was ist das da? Nehme Reue. Alter! Ich
hab mich voll erschrocken. Ich habe jetzt mit Film gerechnet, aber nicht da. Weißt du, was ich mal mache? Hä? Das prallt einfach an der Reue ab. Natürlich. Warum auch nicht? Aber seht ihr den Feuerball, ne? Ich kann jetzt so viele Feuerbälle schießen. Wie geht das hier auf? Ich muss bestimmt die Reue nehmen. Ich muss nur weg. Alter! Wie weit geht denn das raus? Ich muss das bestimmt da weg. Aber wie nehme ich das da weg, ohne dass ich gleich tot bin? Vielleicht muss ich laufen. Tatsache. Jetzt habe ich die Reue genommen. Was ist das? Was? Das ist doch kein Mensch. Was ist das? Das sieht ein bisschen aus wie ein Vogelwesen. Wie komme ich da rein? Da liegt der Schlüssel. Für diese Tür hier. Aber warum sollte ich da rein? Wir haben keinen Dietrich. Kann ich den da wegschießen? Habe ich so einen langen Arm vielleicht? Ich habe ja jetzt so eine ganz blöde Vermutung. Wo ist Reue? Kann ich den wegschmeißen? Oh, dann steht der Depp auch noch im Weg. Du bist doch doof. Wow. Mist. So wollte ich das jetzt nicht machen. Shit. Ich bin geschlichen statt gelaufen. Ich verwechsel immer die Taste Schleichen mit Laufen. Laufen und Schleichen verwechsel ich immer. Aber wie um alles in der Welt komme ich da rein? Gibt's hier... Ach, das ist ein Hebel. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wirklich etwas Angst. Um Objekte greifen und zu bewegen, anvisieren... Fährt das jetzt wieder hoch? Naja, so richtig hat das irgendwie nicht geklappt. Alter! Bleib doch mal da drauf liegen. Nimm mal einfach die Flasche. Weißt du was? Wenn das so ist, Tür auf. Und jetzt? Ich bewege das gerade nicht. Oh! Was? Hä? Oh nein, nein. Seht ihr es? Wir sind wieder dort, wo wir begonnen haben. Und jetzt? Was ist jetzt? Hä? Wieso ist meine Axt unsichtbar? Ah, jetzt ist sie wieder da. Und jetzt? Fesseln öffnen? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Was? Lasst mich! Die Strafe des Unterdrückers wird grausam sein. Wo ist überhaupt dieser Unterdrücker, von dem ihr andauernd sprecht? Hier ist nichts als Knochen und Geister. Weil ihr blind seid! Der Unterdrücker atmet durch jeden Stein.
Sein Mark steckt in jedem Knochen, sein Leben in jedem Tropfen Blut. Und dennoch seid ihr zu verblendet, es zu erkennen. Aber das hätte ich ja wissen müssen. Was ist schon von jemandem zu erwarten, der seine ganze Familie eigenhändig umgebracht hat? Was? Ich war ein Narr, euch zu folgen. Und nun habt ihr mich in den Abgrund gerissen. Ich verstehe es einfach nicht. Wer seid ihr? Ein Teil von mir? Ein Trugbild? Natürlich bin ich ein Teil von euch. Und ihr seid ein Teil von mir. Ich bin die Stimme, die wie die eure klingt, aber aus fremden Kehlen kommt. Aber was rede ich da? Ihr würdet es doch ohnehin nie verstehen. Es muss doch einen anderen Weg hier raus geben. Nein, den gibt es nicht. Für Menschen wie uns gibt es ihn nicht. Und das hätte ich wissen müssen. Wir sind die Verdammten, denn wir sind zu tief in der Vergangenheit gefangen, als dass wir die Freiheit verdient hätten. Wie komme ich hier raus? Das ist die Frage. Okay, so habe ich zumindest schon mal das wieder hochgefahren. Muss ich jetzt schlafen? Könnte sein, dass wir jetzt schlafen müssen. Ich werde mich jetzt mal hinlegen. Eine Stunde reicht. Okay, das war's nicht. Was ist... Wie komme ich hier raus? Umbringen muss ich ihn aber nicht, oder? So, ihr habt es also begriffen. Ich bin das, was euch an diesem Ort hält. Aber war es einfach blinde Wut, die euch hat handeln lassen? Oder habt ihr wahrhaftig verstanden, wer ich bin? Was euch antreibt und eure Taten bestimmt? Das Salz zerfrisst eure Haut und das Wasser in euren Lungen ist kalt. Wow. Dann werdet ihr endlich finden, wonach ihr sucht. Es war tatsächlich so, dass ich ihn schlagen musste. Mir kommt Enderal tatsächlich langsam so vor wie so ein Horrorspiel, so von der Tiefe her, weißt du? Jetzt machen wir hier wieder auf. Was? Ich bin total verwirrt. Was ist passiert? Was ist das hier für ein Ding? Eine Holzfigur. Und Jasper ist hier? Hä? Ich verstehe langsam die Welt nicht mehr. Person ist beschäftigt. Natürlich! Wie kann man auch... Was mache ich mit... Soll ich mich vielleicht setzen? Was? Hatte Jasper schon immer eine Narbe? Das ist mir nie aufgefallen. Hä, was muss ich denn jetzt hier machen? Oh, hey. Schön, dass du wieder wach bist. Na, wie geht's dir? Wo sind die anderen Dunwa? Galia, Basta... Bata, Entschuldigung, nicht Basta. Keine Ahnung. Hier war es leer, als ich gekommen bin. Eigentlich komisch jetzt, wo du es ansprichst. Der ganze Tempel ist wie ausgestorben. Hä? Naja, vielleicht irgendeine Zeremonie oder sowas. Jetzt sag,
Wie geht's dir? Ich habe gehört, diese Prüfung ist ganz schön heftig. Manche wachen angeblich gar nicht mehr auf. Etwas benommen, aber ansonsten gut. Wo bin ich hier? Im Sonnentempel. Genauer gesagt im Kurarium. Man hat dich hierher gebracht, während du mit diesem Aixon unterwegs warst. Die anderen beiden sind schon vor ein paar Stunden wieder aufgewacht, aber ich wollte dich hier nicht alleine lassen. Schließlich bist du ja jetzt eine Hüterin des ersten Siegels. Ich vermute, ein Glückwunsch ist an dieser Stelle angebracht, oder? Das ist nett, danke. So bin ich. Blöd nur, dass dir das rein gar nichts helfen wird. Du bist erbärmlich, weißt du das? Einfach nur erbärmlich. Hä? Bitte? Ich sagte, dass du erbärmlich bist. Anfangs haben wir gedacht, dass es dieses Mal spannend werden könnte. Aber jetzt, wo wir den neuen Boten kennen, haben sich diese Hoffnungen zerstört. Du bist eine Lachnummer. Ein Niemand, der seinen einzigen Freund verrecken lässt. Aber das würdet ihr ja nie akzeptieren. Ihr Menschen, immer so verdammt beharrlich. Warum lasst ihr euch nicht einfach fallen? Das würde vieles erleichtern. Für uns alle. Denn machtlos seid ihr ohnehin, so wie all die vor euch auch. Und ihr, Prophetin, ihr seid der größte Witz von allen. Ihr seid nichts als ein Gossenkind. Ein Schwächling. Und ein Mörder. Hä? Und deshalb werdet ihr brennen, allesamt. Die Läuterung wird geschehen und ihr könnt nichts dagegen tun. Ihr seid die, die hinter dem Zyklus stecken. Warum tut ihr das? Was haben wir euch getan? Getan? Ihr seid so naiv. Die Welt ist ein Wechselspiel aus Ursache und Wirkung. Und die einzig logische Konsequenz eurer Existenz ist die Vernichtung. So war es schon immer und so wird es immer sein. Aber genug des Geplänkels, Gossenkind. Wir wollten euch kennenlernen und das haben. Auch wenn das Ergebnis eher ernüchternd ist. Nun erwacht, stolpert weiter durch den Nebel. Was? 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 Oh Gott. Ich wach hier auf und jetzt sehe ich da. Das kann nicht real sein. Das kann hier überhaupt nicht real sein. Guck mal, wie der da hängt. Da gibt. Oh Gott. Ich. Alter, alles total todernst und dann. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich. Malfas sei Dank. Ich dachte schon, ich wäre die Einzige. Wie geht es euch? Ihr seht mitgenommen aus. Ja, ich hatte schlechte Träume, Schmunz und Überraschung. Das bin ich? Mir geht's gut, danke. Überraschung, das bin ich? Ja, ich hatte schlechte Träume. Ja? Das hat sicherlich mit dem Trank zu tun. Aber es wird vergehen, da bin ich mir sicher. Aber schön zu sehen, dass der Großmeister recht behalten hat. Ich bin einige Stunden vor euch aufgewacht und er war zwischenzeitlich hier. Er hat keine Sekunde daran gezweifelt, dass ihr es schaffen würdet. Keine einzige. Mhm. Ich schätze, wir können uns also gegenseitig auf die Schulter klopfen. Wir haben es geschafft. Das heißt, wir sind nun beide Hüter? Fast, ja. Es fehlt nur noch der Schwur und dann werden wir in einer Zeremonie das erste Siegel empfangen. Übrigens hat mir der Großmeister, als er hier war, alles erzählt. Von den Pyreern, von den Träumen und natürlich von diesem Zyklus. Okay. Das ist doch skurril, wirklich. Erst offenbart man uns aus heiterem Himmel, dass die Götter nicht mehr sind und jetzt, dass sich die Menschheit am Rande des Untergangs befindet. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass die Prüfung eine aufreibende Erfahrung wird, aber sowas... Der Tod der Götter ist das Beste, was der Menschheit passieren könnte. Konnte. Kann ich verstehen. Was haltet ihr von all dem, dem Zyklus, dieser Erläuterung, die uns bevorsteht?
Schwer zu sagen. Diese Träume, von denen der Großmeister sprach, hatte ich nie und das trotz meiner Magiebegabung. Aber das Gefühl, dass der rote Wahnsinn keine gewöhnliche Krankheit ist, hatte ich schon immer. Tja, und der Rest. Sagen wir es so, wenn das ganze Chaos hier Teil von etwas Größerem ist, erklärt das vieles. Zumindest verstehe ich nun, warum der Großmeister euretwegen bereit war, die Traditionen des Ordens zu brechen. Mhm. Laut ihm steht und fällt unser Kampf gegen den Zyklus ja mit euch. Ich wünschte, ich könnte das mit derselben Überzeugung sagen wie er. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht so recht, wie mir geschieht. Ja, das glaube ich gern. Es ist eine große Verantwortung, die euch zugetragen worden ist. Und so beeindruckend eure Fähigkeiten auch sind, ich würde nur ungern mit euch tauschen. Danke. Und wie geht's nun weiter? Nun, wie gesagt, erstmal müssen wir beide noch den Heiligen Eid ablegen, der uns zu Hütern des ersten Siegels macht. Ihr solltet euch beim Großmeister melden, wenn ihr bereit seid. Er erwartet euch im Emporium. Wir beide? Und was ist mit Dunva? Ach, richtig. Die Apothekarii haben ihn vorhin untersucht und es sieht nicht gut aus. Vermutlich wird er nie wieder aufwachen. Oh. Für eine Prüfung, die den Geist und die Selbstbeherrschung eines Menschen testet, hätte man sich keinen schlechteren Kandidaten als ihn aussuchen können. Nein, das nimmt man nicht. Er war ein einfältiger Narr. Es hätte mich gewundert, wenn er das überstanden hätte. Er wird sterben? Das hat er nicht verdient. Nein, trotz allem. Wisst ihr, Dunva gehörte zu der Sorte Mensch, die versucht, ihre Unsicherheit durch prahlerisches Gehabe zu übertünchen. In Wahrheit war er nämlich der Letzte seines Adelsgeschlechts und der Glaube an den Pfad und seine Bestimmung als Hüter war alles, was er noch hatte. Und wer weiß, vielleicht wäre er mit der richtigen Führung dem Orden eine große Hilfe gewesen. Aber ich schätze, Meister Batars Offenbarung war einfach zu viel für ihn. Es ist hart gesagt zu bekommen, dass alles, wofür man gelebt hat, eine Lüge gewesen sein soll. Ja, ja. Gestartet 2 Seelen, Teil 1. Kailia besser kennenlernen. Ach du Schande, jetzt geht's aber los. Vertiefen. Ihr wirkt jedenfalls erstaunlich gefasst, besonders gemessen daran, dass euch eben der Tod eurer Götter offenbart wurde. Vielleicht lasse ich es mir auch einfach nicht anmerken. Aber ja, irgendwo habt ihr sicherlich recht. Vermutlich liegt es daran, dass für mich, anders als für Dunva, der Orden schon immer Symbol für eine Idee war, nicht nur der Schwertarm der Lichtgeborenen. Und eine Idee stirbt nicht mit dem, der sie erdacht hat. Eine Idee, die sehr viele Ketzer schon das Leben gekostet hat. Das stimmt, im Namen der Götter wurden viele Verbrechen begangen. Und die wollte ich auch keinesfalls mit dem, was ich eben gesagt habe, relativieren. Aber ich bin mir auch sicher, dass viele davon unvermeidbar waren. Stellt euch vor, ihr würdet über eine kleine Insel herrschen. Und eines Tages wird euer Reich von einer Flotte Skaraksha Plünderer überfallen. Die Invasion trifft euch vollkommen unvorbereitet. Und binnen weniger Stunden sind die Plünderer bis in das Bauernland vor eurer Hauptstadt vorgedrungen. Okay. Nun müsst ihr folgende Entscheidung treffen. Nutzt ihr die Zeit, die euch bleibt, um eure Armee in der Stadt zu verschanzen und so bessere Karten bei einer Belagerung zu haben? Oder schickt ihr sie ins Feld, um die Skarak im offenen Feld zu bekämpfen? Was zwar theoretisch das Bauernvolk retten könnte, aber erheblich kleinere Chancen auf einen dauerhaften Sieg bedeuten würde. Das Unterste. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Manchmal gibt es keine richtige Entscheidung. Korrekt. Worauf ich hinaus will. Egal, was ihr tut, es wird Menschen geben, die euch für eure Entscheidung hassen werden. Ja. Scheitert euer Rettungsversuch, wird man euch vorwerfen, blind und idealistisch gehandelt zu haben. Und überlasst ihr sie den Skarak, um die Stadt zu retten, wird es heißen, ihr hättet es nicht einmal versucht. Natürlich, der Rettungsversuch könnte auch funktionieren. Aber darf ein Herrscher sich in solchen Entscheidungen verhalten wie ein Glücksritter beim Würfelspiel? Wie gesagt, ich will die Götter nicht von ihren Verbrechen freisprechen. Aber ich verwette meine linke Hand darauf, dass sie viele solcher Entscheidungen zu treffen hatten. Ja. Interessant. Wenn ihr die Frage gestattet, was hatte es eigentlich mit Dunvas Anschuldigungen auf sich, dass sie ja eine Hexe wärt? Ich wusste, dass die Frage irgendwann kommen würde. Ich schätze, die Antwort hängt davon ab, ob ihr in der Stimmung für schwere Kost seid. Früher oder später würdet ihr es ohnehin erfahren. Dann doch lieber gleich von mir. Okay. Sonst hätte ich es nicht gefragt. Erzählt. Na gut. Wo soll ich anfangen? Von vorne?
Vielleicht damit, dass ich mich an nichts vor meinem 6. Lebensjahr erinnere. Ich weiß nicht, wo ich geboren wurde und habe meine Eltern nie kennengelernt. Ihr erinnert euch nicht? Wie das? Das weiß ich nicht. Oh, jetzt geht's los. Geschichtsstunde. Ich weiß nur, dass die erste Erinnerung an mein Leben die ist, mitten in einem Dorf aufzuwachen. Es war Nacht, mir war schlecht, meine Kleidung war zerrissen und ich fühlte mich leer. Das trifft es am besten. Irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit im Dreck habe ich schließlich die Kraft gefunden, aufzustehen. Und erst dann habe ich begonnen zu begreifen, was um mich herum geschehen war. Was? Das ganze Dorf. Es war zerstört. Überall lagen Leichen, Männer, Frauen, Kinder. Und die Häuser waren zertrümmert, als wäre ein wahnsinnig gewordener Gott höchstpersönlich durch die Straßen gefegt. Und das erst vor kurzem, denn die Zerstörung war noch frisch. Aber was auch immer es war, mir blieb nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Kaum hatte ich mich aufgerichtet, sah ich drei Reiter durch die Rauchschwaden auf mich zukommen. Einer von ihnen stieg ab, rannte auf einen der Körper zu und begann etwas zu brüllen, das ich nicht verstand. Dann zeigte er auf mich und einen Augenblick später spürte ich einen Schlag auf den Hinterkopf und verlor das Bewusstsein. Beim Namen der Sonne, es ist seltsam, das so zu erzählen. Es ist schon so lange her, aber die Erinnerung fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Diese Musik jetzt dabei. Oh, Alter. Warum haben euch diese Männer niedergeschlagen? Nun ja, ich vermute, dass die Reiter Dorfbewohner waren, die zur Jagd ausgeritten waren, bevor das Ganze, was auch immer es war, geschehen ist. Sie müssen die Feuer gesehen haben und sind daraufhin zum Dorf zurückgeritten. Und tja, da der örtliche Pater mich, wie ich später herausgefunden habe, erst ein paar Tage zuvor gefunden und ins Dorf gebracht hatte und ich aus irgendwelchen Gründen die Einzige war, die dieses Massaker im Dorf überlebt hat, dachten sie wohl, ich wäre auch dafür verantwortlich. In anderen Worten, sie hielten mich für irgendeine Art Dämon, der die Gestalt eines Kindes angenommen hatte und der ihre Familien abgeschlachtet hatte wie Vieh. Ach du Schande. Also haben diese Dörfler euch einem 6-jährigen Mädchen die Verantwortung für diese Zerstörung gegeben. Das ist doch absurd. Abstrus, Entschuldigung. Für euch vielleicht. Für sie als einfache Menschen war das wohl die naheliegendste Erklärung. Und so abstrus ist es auch gar nicht, wenn man darüber nachdenkt. Ein aus dem Nichts auftauchendes Findelkind, das weder spricht noch anständig atmet, bietet eine hervorragende Leinwand für Spekulationen. Und was hatten sie vor? Rache üben? Vermutlich. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Und im Grunde ist es einerlei, weil es mir weiß, der schwarze Wächter, wie irgendwie gelang, aus ihrem Lager zu fliehen. So gab es nach Ark. Aber ein wirklicher Fortschritt war das nicht. Ich war eine Wegelose, also brachte man mich dorthin, wo man Heimatlose in Ark eben hinbringt. In die Unterstadt. Ja. Rückblickend frage ich mich, wie ich die Zeit dort unten überlebt habe. Aber wenn das Kind seinen einen Vorteil hat, dann, dass man nicht hinterfragt, sondern einfach tut. Dennoch, die Winter als Gossenkind waren grausam. Und hätte mich Meister Tyras nach meinem 2. Jahr dort unten nicht gefunden und aufgenommen, wäre ich jetzt vermutlich... Ihr wisst schon. Ja, ja. Meister Tyras, ein Ordenshüter, hat euch aufgenommen? Ja. Er hat mich gesehen und er wusste, was er zu tun hatte. So hatte er es mir einmal erzählt. Der Orden war natürlich nicht sonderlich erfreut darüber, aber Meister Tyras war ein höchst geachteter Mann und deshalb ließ man ihn gewähren. Er hat euch einfach gesehen und adoptiert. Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Ja. Naja, ungefähr 5 Jahre bevor er mich gefunden hat, sind seine Frau und seine beiden Töchter bei einem Unfall ums Leben gekommen. Vielleicht war ich also irgendwo eine Art Ersatz. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es egal. Tyras ist für mich mein Vater. Und er war ein guter Mensch. Das ist alles, was zählt. Oha, woher kamen die Vorbehalte des Ordens? Da fragt ihr noch. Ich war eine Wegelose. Und eigentlich bin ich es immer noch. Vermutlich war ich auch deshalb mal fast Lehren nie so verbunden wie beispielsweise Dunva. Für viele bin ich eine Ausgestoßene. Selbst für die Magister. Sie wissen nicht, wo sie mich einordnen sollen.
Und Meister Tyras hat euch auch das Noviziat ermöglicht. Zum Empören vieler, ja. Aber wie schon gesagt, Tyras hatte eine Menge Einfluss. Und ich will gar nicht wissen, welche Hebel er alle in Bewegung gesetzt hat, damit ich bleiben konnte. Tja, und das ist auch schon das Ende meiner großartigen Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nicht die Bauernmarkt von nebenan, das muss man euch lassen. Ihr seid jedenfalls nicht die Bauernmarkt von nebenan, das muss ich euch lassen. Nein. Das bin ich nicht. Was ist mit Meister Tyras geschehen? Wo ist er jetzt? Fleischmaden. Er war schon viel zu alt und niemand konnte etwas tun. Nicht einmal die Lichtmagier des Ordens. Aber ich möchte nicht darüber sprechen. Verständlich. Und deswegen nennt euch Dunvar eine Hexe. Er glaubt allen Ernstes, genau wie diese Bauern, dass ihr irgendwie die Zerstörung dieses Dorfes verantwortet. Das tut er. Und damit ist er nicht allein. Einer der Bauern hatte mich in meinem ersten Jahr als Novizin auf dem Marktplatz erkannt und ihr könnt euch ja denken, dass das in Anbetracht besagter Vorbehalte gegen mich und meinen niederen Pfad natürlich gefundenes Fressen war. Von da an wurden die distanzierten Blicke zu Spitznamen. Dämonenkind, Hexe, was auch immer sie sich alles einfallen ließen. Okay. Und lassen. Ach du meine Güte. Boah, wie lange geht denn das noch? Naja... Seht euch doch mal an, ihr seid klug, hübsch, talentiert und sympathisch. Viele Gründe, euch zu beneiden. Wisst ihr, was das Lustige ist? Irgendwo bin ich froh, dass ich die bin, die ich bin. So lassen all die Leute mich wenigstens in Frieden und ich habe mehr Zeit, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Auf meine Ziele. Genau die richtige Einstellung, die muss man auch haben, diese Lebenseinstellung. Ja, und die wären? Verschiedene. Oh. Aber ich schlage vor, das waren jetzt erstmal genug der düsteren Geschichten, meint ihr nicht? Irgendwann ergibt sich sicherlich nochmal die Möglichkeit für ein Gespräch. Vielleicht. Genau. Beendet. 2 Seelen, Teil 1. Und ihr sagt, Dunvar sei der letzte seines Adelsgeschlechts? Der letzte, ja. Alle Dalmordans bis auf ihn fielen 8215 der großen Fleischmadenplage zum Opfer. Es war schon fast traurig, wie er ständig mit seiner erhabenen Herkunft prahlte. Obwohl jeder eigentlich wusste, dass er ohne die Barmherzigkeit des Ordens jetzt vermutlich in der Unterstadt leben würde. Tja. Wenn man das da unten Leben nennen kann. Und ihr sagtet, der Großmeister erwartet mich, richtig? Dann sollte ich ihm vermutlich mal einen Besuch abstatten. Tut das. Es ist zwar schon spät, aber wenn ihr möchtet, kann ich euch davor noch die wichtigsten Orte des Tempels zeigen. Was meint ihr? Oh ja! Danke für das Angebot, aber ich finde mich schon zurück. Nee, das wäre sehr nett. Gut, dann holt euch noch eure Sachen aus der Truhe und wir gehen los. Gut, das machen wir jetzt. Teil von etwas bedeutsam, Teil 3. Nehmt noch eure Sachen aus der Truhe. Oh Gott. Und Anden, folgt mir. Ist auf jeden Fall eine schöne Kleidung, die sie anhat. Ich weiß gar nicht, habe ich denn irgendwas... Irgendwas, was ich hier drinnen anziehen kann? Ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt wieder eine Rüstung anziehen. Ich glaube, das, was ich anhabe, das lasse ich erstmal an. Na los, dann geh. Boah, sie läuft ja hier drin. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wo hier was ist im Tempel? Ich sage noch gleich was, aber ich will das erstmal kurz sacken lassen und mir hier die Örtlichkeiten angucken und dann werde ich noch was erzählen. Hä? Wo ist sie? Was um alles in der Welt? Ich frag einfach nicht. Ich lass das einfach gerade geschehen. Jetzt geht's. Wie gesagt, ich frag einfach nicht. Ah, hier scheint
So, das hier ist das Sanktum. Es ist ein Ort der Stille und des Gebets. Und hier werden wir beide später auch unseren Schwur ablegen. Mhm. Ah. Regellosigkeit von ihm. So ist das eben. Schreitet wohl. Schreitet wohl. So, Tür auf und raus. Mal sehen, ob jetzt wieder Tag ist, ob die Sonne scheint. Ich weiß es nicht. Wäre ja schön, aber ich glaube, es regnet. Und manchmal dauert das hier so lange mit Laden. Ah, jetzt. Schreitet wohl. Eigentlich ist das hier eine schöne Örtlichkeit. Hier wart ihr vermutlich schon. Wir nennen dieses Gebäude das Chronikum. Und dort drin befindet sich das gesammelte Wissen des Ordens in Form von Büchern und Pergamenten. Mhm. Außerdem erforschen die Arkanisten und Magister dort Magie und alte Artefakte. Es ist also auf jeden Fall ein Ort, den ihr öfter zu Gesicht bekommen werdet. Gleich darunter ist auch die Tempelschmiede, die eure erste Anlaufstelle sein sollte, wenn ihr Ausrüstung braucht. Und in dem Gebäude dort drüben ist die Skuola, die Ordensschule. Tja, und das war's auch schon. Das Emporium kennt ihr ja bereits und auf dem Götterblick seid ihr wahrscheinlich auch schon gewesen. Sprecht am besten mit dem Großmeister, wenn ihr für den Eid bereit seid. Okay. Gut, was werdet ihr jetzt tun? Mich vorbereiten, vermutlich. Jetzt schreitet wohl. Wir sehen uns. Schreitet wohl. Mit Till und Aranthial im Emporium sprechen. Und der ist da drin. Also was ich jetzt eigentlich sagen wollte, es ist einfach, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Ich finde es einfach unfassbar, dass das eine Mod ist. Ich meine, hallo? Spiele, ne? Werden ja von großen Firmen wie Bethesda. Es hat ja, ich meine, die haben ja Skyrim gemacht, das Grundgerüst von dieser Mod hier. Und dann haben sich da einfach mal so ein paar gedacht, ach komm, wir machen einfach mal, weil ja Nerim so gut war von Oblivion. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe Nerim nie gespielt. Das werden wir auf jeden Fall dann irgendwann auch mal nachholen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das so ähnlich ist und dass das einfach nur aus Hobby, also wirklich, die haben das als Hobby betrieben. Die haben dieses ganze Spiel, ich glaube 5 Jahre hat es gedauert, bis sie diese Mod fertig hatten. Und 5 Jahre, das passt sogar. Die haben 5 Jahre gebraucht, das fertig zu bekommen und es ist einfach eine Perle geworden. Dass du das für 0 Euro einfach runterladen kannst. Natürlich könnte man die unterstützen. Das würde ich auch jedem empfehlen, dass er das macht. Dass er vielleicht den mal, was weiß ich, 20 Euro zuschustert oder so. Oder 50. Weil das ist ein Vollpreistitel. Mal ganz im Ernst, die Story ist so packend. Und es hat mich gerade einfach nur mitgenommen. Gut, es sind natürlich hier und da immer so ein paar kleine Bugs. Aber die stören mich überhaupt nicht. Das ist sogar ein bisschen lustig. Wie der da einfach im Bett gesteckt hat. Und, wow. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir da in irgend so eine andere Ebene kommen, wo wir halt, ich sag mal, uns selber finden müssen, wo wir dann sehen, wer eigentlich der Böse ist und was da los war mit diesen verschiedenen Visionen, die wir da hatten, wo dann nochmal alle Hauptcharaktere standen, die uns dann erbärmlich nannten und alles. Boah. Ich bin gerade so fix und fertig, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich muss das tatsächlich jetzt erstmal sacken lassen und ich gehe dafür jetzt hier auch hoch und stelle mich da oben hin oder ich setze mich hin. Ich hoffe nur, dass nächstes Mal schöneres Wetter ist, weil es regnet hier ja schon die ganze Zeit. Ich stelle mich jetzt hier so hin. Wir haben jetzt zwar nicht die besten Klamotten an, aber mal ganz im Ernst, das müssen wir auch nicht. Boah, ich weiß jetzt nicht, wo ich aufhören soll und wo ich anfangen soll. Deswegen mache ich jetzt einfach Feierabend für heute. Es war eine wunderbare Aufnahmesession. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß heute gemacht. Ich könnte noch ein paar Stunden aufnehmen, aber ich glaube, wie lange sind wir jetzt? Deswegen habe ich hier auch immer mal nach rechts geguckt, weil ich gucken wollte, wie lange jetzt diese Aufnahme schon geht.
Und dadurch, dass ich nicht weiß, ob das jetzt mit OBS so hundertprozentig funktioniert, ich hoffe, dass es funktioniert hat, weil sonst, ich würde mir, glaube ich, in den meisten jedenfalls. Und, wow. Unglaublich schön. Wenn hier, ich weiß ja nicht, ob die hier vielleicht reingucken, ich muss euch mal so viele Daumen, wie ich habe, nach oben zeigen, weil das ist sowas von genial. Ihr habt da sowas Tolles gebaut und gemacht, also ich will mehr davon. Wenn irgendwann The Elder Scrolls 6 rauskommt, das wird ja wahrscheinlich irgendwann kommen, macht da nochmal irgendwas von. Wirklich, ihr könnt das, ihr habt das hiermit bewiesen. Es ist so packend und vor allen Dingen so gut mit der Sprache und dem allen. Es sind super Synchronsprecher, es ist eine super, super Story, die dahinter ist. Ich kann das jetzt schon sagen. Und ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Das wird ja noch schlimmer. Ich gehe mal ganz stark von aus, dass es noch packender wird, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Einfach noch packender und noch spannender und noch... Was noch alles? Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich bin gerade fix und fertig. Ich sage jetzt mal den Zuschauern, die hier gerade zuschauen und das wirklich kräftig mitverfolgen. Ich sehe das ja von den Aufrufzahlen. Es sind immer noch so viel wie am Anfang. Also, die damit angefangen haben. Und es kommen immer wieder ein paar dazu. Ich muss einfach mal vielen herzlichen Dank aussprechen, dass ihr hier seid. Und dass das hier überhaupt möglich ist, das Spiel zu spielen und meine Freude mit euch zu teilen. Und es kommen ja ab und zu mal so tolle Kommentare hier unten drunter. Ich würde mich auch freuen, wenn das so bleiben würde. Und ich sage jetzt einfach mal vielen lieben Dank, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hier in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und ich denke mal, wenn das mit der Cam ganz gut ankommt, dann werde ich das auch weiterhin so machen. Und mit OBS ist das wirklich schön, weil ich hier halt das Bild noch habe und sehe, dass auch alles bestens funktioniert. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und ja, macht es gut. Bis bald. Und bevor ich Tschüss sage, werdet ihr wahrscheinlich noch den Endscreen sehen. Der wird jetzt wahrscheinlich puff da sein. Und ich kann jetzt einfach nur nochmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn wir wieder in der Welt von Enderal unterwegs sein werden. Bis bald, ciao, ciao und tschüss.